Wir haben Feuer gemacht. Richtig schönes, warmes, helles Feuer. Mitten im Januar. Es ist sonst echt kalt. Ja? Ich bin die ganze Zeit heute mit Fell rumgelaufen. Aber jetzt brauchen wir es eigentlich gar nicht mehr. Denn wir haben echt, es ist schön warm. Es strahlt. Und heute soll es um Licht gehen. Es ging ja schon mal in einem YouTube-Video mit dem Portaletsch im Baum, wo das alles geleuchtet hat, um Licht. Aber heute um natürliches Licht. Wir haben nämlich eine ganz geniale Bibelstelle gefunden. Matthäus 5, wenn du es nachlesen willst, ich glaube 13, 14, der Vers. Da sagt Jesus zu den Männern, die so um ihn herum sind, eigentlich seine besten Freunde, da sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Und er meint damit, dass diese Männer, seine besten Freunde, was weiterzugeben haben, was so wertvoll für ihre Umwelt ist. Also er meint mit diesem Licht, dass Leute eine Fähigkeit haben, eine Gabe haben, die das Umfeld, in dem sie leben, so positiv beeinflusst, wie wenn in einer absoluten Dunkelheit Licht scheint, Licht hell scheint. Meinst du sowas wie, wenn man irgendwie gute Laune immer versprühen kann und andere Leute zum Lachen bringt oder was? Ja, oder zum Beispiel, du kannst super gut Mathe. Keiner weiß es, vielleicht weiß es der Lehrer, ja. Aber da sind Menschen in deiner Klasse vielleicht, die können nicht so gut Mathe. Und dann ist es cool, wenn du sagst, hey, ich kann super gut Mathe, ich will dir helfen, dass du das auch lernst. Das ist zum Beispiel so eine Art Licht, würde ich sagen. Dann leuchte ich denen quasi den Weg zur richtigen Klassenarbeit, oder was? Ja, das könnte ein Beispiel sein. Aber hier mit diesem Licht an der Stelle ist noch was ganz anderes gemeint. Mit diesem Licht ist eigentlich die Lebensweise, wie Jesus selbst gelebt hat, gemeint. Seine besten Freunde, die wussten ganz genau um Jesu Lebensweise Bescheid. Und Jesus war genial. Jesus warmherzig, ne? So wie warmherzig, wie warmes Feuer. Ja. Er hat Menschen geheilt. Er hat sie gesund gemacht. Er hat ihnen geholfen, ein vernünftiges Leben zu führen. So wie Feuer desinfiziert, gesund macht. Ja. Und was ich an Jesus total krass finde, er hat die zurechtgewiesen, die meinten, sie werden die Obercoolsten und sie werden mega schlau. Und im Prinzip nur Schrott erzählt haben. Also er hat wirklich gewirkt in seinem Umfeld als wie ein Licht, ja, wie ein Licht in der Dunkelheit. Und die Leute haben sich an ihm orientiert und sie haben gemerkt, wenn ich mich an Jesus orientiere, dann wird mein Leben richtig cool. Das wird richtig mega. Und das strahlt auf andere Menschen ab. Die freuen sich, wenn ich so lebe. Das meinte er an dieser Stelle. Und dann sagt er halt weiter, dass es völliger Quatsch ist, wenn du so ein Licht hast in deinem Leben, wenn du irgendwas gut kannst, wenn du mit irgendwelchen Dingen dein Umfeld besser machen kannst, Menschen helfen kannst, Menschen, die nicht klarkommen, helfen kannst. Wenn du aber auch mal ganz klar zu jemandem sagen kannst, der meint, er wäre obercool, pass mal auf, was du erzählst, ist gar nicht so mega cool und es verletzt vielleicht auch andere Menschen, es tut ihnen weh. Oder du erzählst schlechte Dinge über andere Menschen. Und da war Jesus ganz klar, der hat gesagt, pass mal auf, Junge, halt am besten die Klappe. Das, was du erzählst, das zerstört, aber es ist kein Licht. Es bringt eigentlich nur Dunkelheit. Finde ich mega, finde ich absolut faszinierend, wenn ihr mal in der Bibel ein bisschen lest, wie Jesus mit seinen Menschen und seinem Umfeld umgegangen ist und was es bewirkt hat. Wir rechnen heute die Zeit nach ihm. Der Hammer. Vielleicht fühlst du dich manchmal wie so ein kleines Teelicht. Und das hat nicht viel Licht, aber so ein kleines Teelicht in völliger Dunkelheit hilft dir schon, dass du den Weg sehen kannst. Und vielleicht gelingt es dir einfach, deinen Freunden Mut zu machen, zu sagen, hey, sei du auch so ein kleines Teelicht. Egal was du kannst, egal was du gut kannst, stell nicht irgendwas drüber, sondern lass es leuchten. Weißt du, und wenn ganz viele so denken würden, wenn ganz viele Lichter wären in dieser Welt, wo es manchmal echt dunkel ist, wo du manchmal das Gefühl hast, hey, keine Ahnung, um mich herum, es ist schon ziemlich dunkel, dann ist es cool, wenn viele kleine Lichter anfangen zu leuchten.